Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transsimple 4, der Dennis spielt das. Wir befinden uns heute hier am Münchner Hauptbahnhof und haben die Aufgabe, unseren Zug bis nach Augsburg zu fahren, und zwar unseren EC9, ja, mit diesem ÖBB-Wagen. Den habe ich mir selber zusammengestellt, und zwar im neuen Feature Zugverbands Editor, der ja seit gestern mit dem neuen Update verfügbar ist. Und ja, ich habe mir gedacht, wir fahren hier heute schön aus dem Münchner Hauptbahnhof raus. Ich habe ihn bereits aus dem BW geholt mit dieser Lok. Die brauchen wir allerdings nicht. Die habe ich abgekoppelt, abgerüstet. Und vorne dran habe ich eine ganz andere Lok hingestellt, beziehungsweise auch eine 101, aber im anderen Look. Ihr werdet es gleich sehen. Ich würde sagen, wir verlassen den Fotomodus und begeben uns nach vorne. Fahrgäste können ein- und aussteigen. Wir müssen uns noch eine Route nach Augsburg legen. Versuchen das einfach mal. Ich kann euch auch gerne am Ende noch zeigen, wie das genau funktioniert mit dem Zugverband erstellen, wenn ihr dazu noch Fragen habt. So. Bin ich hier die Metropolitan dran gegangen. Ich finde, das passt zum ÖBB ganz gut. Ist jetzt auf jeden Fall meine Meinung dazu. So. Genau. Steigen wir ein. So. Soweit alles aufgerüstet, müssen wir nur noch eine Route legen. So, bis nach Augsburg. So, dann schließen wir mal die Türen. Warum haben wir noch rot? Ich weiß es nicht. Schließvorgang eingeleitet. So. Was ist denn jetzt schon wieder falsch hier? Die AFB ist auf Null. Warum? Jetzt. So. Ich hoffe ja, dass das jetzt mit dem Signal hier besser wird. Das ist doch einfach nur noch ein blöder Käse. Das gibt's doch gar nicht, ey. Warum denn nicht? Ich verstehe es nicht. Thank you.
Also da ist doch niemand, der uns irgendwie im Weg ist, oder? Ich verstehe es nicht. Da könnte es an dem liegen. Könnte natürlich sein. Machen wir nochmal bis Augsburg. Warten wir mal den RE da vorne ab. Es könnte natürlich sein, dass er uns im Weg ist. Das könnte natürlich sein. Warten wir das einfach mal ab, würde ich sagen. Gucken, was passiert, wenn der da verschwunden ist. Ja, der wird es auch sein. Der fährt genau auf unsere Fahrweg. Ja, das war das Problem. So, auf geht's! Schön.
Sifa. So, 130. Wunderschön. Sifa. Sehr nice. Sifa. Und so einfach geht das. Dann fahren wir mit unserem EC9. Sieht man, oben ist ein schöner Autozug. Wir jetzt überholen werden. So, dann dürfen wir schon 140, 160 und dann werden wir wahrscheinlich gleich auch in die LZB aufgenommen. Sifa. Da dürfte es jetzt auch nicht mehr allzu lange dauern, bis die LZB kommt.
ist da vorne, wenn die 200 anfangen. So, S-Bahn-Überholung. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ein Träumchen, ein absoluter Traum. Jetzt aber gleich mal langsam die LZB kommen. Ah, geht doch. So, dann beginnt jetzt der gemütliche Teil des Ganzen. Das neue Feature dieses Zugverbands-Editor, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr, sehr schön. Ihr könnt dort alle Lackierungen anwenden. Also ich habe auch diese Wagen aus dem Creators Club, also das Repaint. Und ja, dann könnt ihr loslegen. Also das ist relativ easy. Dann könnt ihr euch euren eigenen Zug zusammenstellen. Es gibt ein paar Dinge, auf die ihr achten müsst, aber ansonsten ist das ziemlich easy. Kann ich euch, wie gesagt, gerne im Anschluss auch kurz zeigen. Könnt ihr das entweder in der Sandbox, also im freien Spiel, verwenden, den Zug, oder halt im Fahrplan, wenn ihr dann zu Fuß seid und euch dann den Zug dorthin spawnen. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis dahinter. Und ich finde den Fahrplanmodus immer besser, weil, wie gesagt, da auch KI-Verkehr vorhanden ist, und während das ja im freien Spiel eben nicht ist. Und ja. Ich hatte ja kürzlich in der Community, gestern war es glaube ich, eine Abstimmung aufgegeben, ob ihr mehr solche Szenarien wie gestern sehen wollt, und die Mehrheit war dafür, und dann wird es sowas auch in der Zukunft wieder geben. Wird mir da immer was Besonderes einfallen lassen. Ob das immer alles durchführbar ist, ist die nächste Frage. Da muss man sich echt ein bisschen auskennen, vor allem mit den Wegen, mit den Routen. Wie man dann am besten zum Beispiel aus der Abstellung zum Bahnhof kommt und. Das muss man sich dann halt ein bisschen überlegen, aber wenn man das hinkriegt, dann sind da echt schöne Szenarien möglich, die man sich da selber erstellen kann, mit seinem selbst
erstellt mit dem Zugverband. Das kommt ja noch hinzu. Also das sind wirklich tolle, tolle, tolle Sachen, die jetzt da nach und nach kommen. Und das neue Feature seit gestern ist wirklich sehr schön. Also wirklich traumhaft. Da kann man wirklich deiner Fantasie freien Lauf lassen. Was ich persönlich mehr als feier, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir haben noch 31 Kilometer bis Augsburg, Gleis 2, mit unserem EC9. Kommen gerade aus Österreich, haben in München Aufenthalt gehabt und fahren jetzt weiter nach Augsburg. Ziel dieses Zuges ist der Kölner Hauptbahnhof. Wir allerdings wechseln das Zugpersonal bereits in Augsburg, beziehungsweise es hat in München schon gewechselt und wird in Augsburg wiederum wechseln. Spiel hast du natürlich, um das andersrum mal zu sagen, nicht die Probleme mit dem KI-Verkehr. Da musst du keine roten Signale beachten, keine gesperrten Gleise beachten und. Aber du hast halt kein KI-Verkehr. Und da frage ich mich natürlich, was ist schöner? KI-Verkehr oder keine gesperrten Gleise? Also ich finde KI-Verkehr einfach schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist, wie gesagt, meine Meinung. Jeder hat also seine andere Meinung zu und ja. Ist ja auch gut so, aber ich finde es mit KI-Verkehr einfach schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Träumchen. Oh, seht mal, wenn ich näher rangehe, dann wie geil ist das denn? Hab ich auch noch nicht erlebt. Geil. Einfach nur geil. Das ist ja noch besser, dieses. So, wenn man jetzt zum Beispiel aus der Abstellung rausfährt und in den Bahnhof will, da muss man natürlich beachten, dass man erstmal ein Ausziehgleis braucht, also dass man den Zug erstmal überhaupt auf Strecke bringt, also rausbringt aus dem ganzen SMBW. Da braucht man ein freies Gleis für, auch dass der Zug das Gleis erreichen kann. Zwecks oder mittels Weiche. So, wenn man das dann geschafft hat, da muss man sich noch mal eine extra Route in den Bahnhof legen. Das ist teils gar nicht so einfach, habe ich festgestellt. Da muss man echt Fingerspitzengefühl bewahren. Ich habe zum Beispiel versucht, heute aus dem Augsburger BW in den Bahnhof zu fahren. Das ist wirklich alles andere als einfach.
Weil wenn man an der einen Seite rausfährt, fährt man zu weit, dann hat man das Ende des dargestellten Bereichs erreicht. Dort sind keine Oberleitungen vorhanden in dem BW. Das ist der nächste Punkt. Also da muss man echt aufpassen, dass man da, wie man da am besten aus dem BW fährt an den Bahnhof. Da muss man einiges beachten. Aber es ist auch interessant, das macht es ja wie aus. Ich finde, das ist ja auch so ein bisschen die Herausforderung daran, dass man sich irgendwie versucht, dort raus zu balancieren. In den Bahnhof rein, das ist teils wirklich schwierig. Müsst ihr selber mal ausprobieren, im Augsburger Hauptbahnhof, im BW, dann da rauszukommen und am Hauptbahnhof zu fahren. Schön. So, 150. Gleich mal ein bisschen zeigen, wie das da aussieht, und dann könnt ihr mir ja mal sagen oder in die Kommentare schreiben, wie man da am besten rauskommt und reinkommt ins BW. Das ist alles andere als einfach. Güterzugüberholung, sehr, sehr nice.
5,9 Kilometer. Wow, das ging jetzt aber schnell. Ist vorne gekündigt. So, dort steht noch ein RE. Beende. So, war das so gerade noch abgefangen? So, da wären wir in Augsburg. Wunderschön. Zugbeeinflussung.
So. Sifa, Zwangsbremsung. Gibt's doch gar nicht, ey. Ich verstehe es nicht. So, öffnen wir die Türen. So, und hier vorne, da vorne ist das Baby. Dahinter, wo die Bagger da stehen. Also hier praktisch. Hier fängt das schon an. Hier sind die Gleise. Hier hören die teilweise auf. Und da vorne ist das Baby. Und da versucht mal, da irgendwie rauszukommen. Da sind ja auch keine, wie ihr seht, keine Oberleitung. Das ist das nächste. Also das macht die Sache wirklich nicht einfach, hier rauszukommen. Also wenn man hier zum Beispiel steht, die fangen nämlich erst hier an, sondern versucht mal hier rauszukommen. Da ist der Hauptbahnhof. Hier rauszukommen und da dann zu dem Hauptbahnhof zu kommen. Also das ist wirklich nicht einfach. Das gebe ich euch so mit. Wenn ihr da hinten zu weit fahrt, seid ihr außerhalb des dargestellten Bereichs. Also es ist schlicht nicht möglich, zumindest nicht von der Seite in den Hauptbahnhof zu kommen. Also da könnt ihr mir gerne erzählen, wie man das machen soll. Ich wüsste es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr Idee habt, wie man das Ganze bewerkstelligen kann, dann macht da gerne ein Szenario zu, beziehungsweise ein Video. Dann könnt ihr euch gerne mal versuchen. So, der ICE 591 hat Verspätungen. Bestimmt ja auch noch auf seinem Gleis. Nein. Das war es auf jeden Fall mit diesem Szenario. EC9 nach Augsburg Hauptbahnhof. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie mal gar nichts. Wir schließen das Ganze jetzt hier noch ab. Dann zeige ich euch noch ganz kurz das neue Feature. Das sind jetzt hier noch die Türen. Schließvorgang eingeleitet. Wir können ja noch kurz versuchen, ob wir noch den Zug wenigstens abstellen können. Den hier wenigstens noch abstellen können. Oder ob das nicht möglich ist. Es ist möglich. Gut, dann machen wir die Zugsicherungssysteme aus. Zugbeeinflussung. So, und dann fahren wir wenigstens noch in die Abstellung, hier das Gleis frei wird. Das können wir ja noch wenigstens eben machen. Wenn das geht, wenn das System uns nicht vorher schon rausschmeißt. Das meine ich. Das meine ich.
war es jetzt, oder? Ach komm. Hallo. Ach, das ist doch eine blöde. Das ist doch ein blöder Käse. Na, geht doch. Es hat jetzt nicht mehr gereicht mit dem Anhalten, ihr habt es gesehen, aber naja, ich zeige euch noch ganz kurz, wie das mit dem Zugeditor funktioniert. Na komm. Dass das immer so lange laden muss. Ach, das ist doch ein blöder Käse, echt. Komm doch. Also ich fürchte, es wird heute nichts mehr. Ihr seht es ja selber. Es ist eine Katastrophe zurzeit. Naja, ich hoffe, das Szenario hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch. Da, wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Habt noch ein schönes Wochenende, habt einen schönen Freitag. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.